Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss einmal raustappen, denn ich habe gesagt, ich muss raustappen. Ich muss das Sneaking-Tool hier nämlich aktivieren. Ha! Ich hoffe, ich nehme jetzt noch auf. Wenn nicht, wird das eine lustige Folge, die ich aus Twitch rausschneiden muss. Schauen wir mal. Dann wird das hier schlechtere Qualität. Also ist das hier schlechtere Qualität, habe ich so aus Twitch rausgeschnitten. Ja, ist egal. Ich kenne dich ja. So, wir haben jetzt hier, wir müssen irgendwie ins Darknet, da kriegen wir anscheinend die nächsten Informationen. Also wenn die Pfeile sind, darf ich weder rechts noch links. Ich habe ein rotes Fass, dann darf ich auch nicht hoch. Ach nee, rotes Fass und Leckage. Geht das als Leckage? Nee. Lol, never ever, oder? Oh, scheinbar geht es hier zur Damentoilette. Wie überraschend. Ihr wollt mich verarschen. Es war direkt... Hi, Ina. Es war direkt instant, Lucky Shot, die richtige Tür. Habe ich das jetzt einfach wirklich Lucky Shot hingekriegt? Da ist offenbar die Damentoilette. Never air. Lucky Shot. Ja, alle bestätigen es gerade. Ich weiß, ich sollte da nicht reingehen, aber wir müssen divers denken. Was? Kein Kommentar dazu, P? First try. Oh, ich hatte ganz vergessen, dass sie... Ja, P ist nicht mehr da. Ist traurig ohne P. Hallo? Wer bist du? Das kommt ganz drauf an, wen du brauchst, mein Süßer. Kannst du mal aus dem Schatten kommen? Wenn das dein Wunsch ist, mein Mausepuper? Ja, hallo. Ah, du erinnerst dich an mich, Süßer. Sagen wir so. Nein, sagen wir besser nichts darüber, was wir im Gefängnis von New Lost Wages erlebt haben. Wir beiden Knastvögel hatten aber schon unseren Spaß, was? Nein, wir sagen wirklich nichts darüber. Sehr schön. Ich finde das so nice. Guck mal hier, der Munitionsgurt aus Lippenstiften. Wie geil. Aber der dicke Brilli an der Hand, weißt du? Olivia Jones hat den Weg in Larry Leffer gefunden. Also ich muss Drag Queens 1 ab, also wirklich lassen. Die haben ultra kreative Ideen, ne? Also sowas hier ist halt mega witzig. Ich meine, wir befinden uns im Krieg, es ist ein pinkes Tarnkleid. Und dann ein Munitionsgürtel aus dem Lippenstift ist halt schon geil. Ist schon nice. Feier ich hart. Ina, alles fit? Wie geht's dir? Lilo Wanders. Ich weiß gar nicht. Ist es Olivia Jones? Lilo Wanders? Die Stimme? Ich bin nicht sicher, ob die dafür genommen wurde. Der Chat redet gerade. Ich bin nicht sicher. Aber passt. Ich finde es schön, dass sie die Charaktere aus dem ersten Teil hier überall mit eingebaut haben. Macht das Ganze halt so, wenn man den ersten Teil gespielt hat, wirklich gut. Auch gut, auch gut. Ich bin, wie du siehst, bester Laune. Warum stehst du denn im Schatten rum? Larry, also bitte, schau dir doch mal die grellen Lichter an. Hier sieht man doch jedes meiner Problemzöhnchen. Außerdem, ein paar von den Sachen, auf die ich stehe, macht man lieber im Dunkeln. Okay, aber jetzt zur Sache. Schätzchen. Genau. Also, du hast etwas hergeschmuggelt, was ich brauche. Irgendwas, um diesen komischen Geldautomaten für diese Dings, Gruftwährung benutzen zu können. Kryptowährung. Oder so. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, habe ich alles an einen Ort transportiert, der besonders sicher ist. Entschuldigung, ich feiere die Antwort gerade. Im Futter deines Kleides? Nein, das wird hauteng liegen. Na? In deinen Haaren? Nein, die sind heilig. Also muss es ja nicht da liegen. Oh Gott. Bitte nicht da, wo ich denke. Ich will schwer hoffen, dass wir an das Gleiche denken. Oh, es ist also... Es ist also tatsächlich wieder Zeit für meine Leibesvisitation. Kannst du nicht alles selbst rausholen? Ich bin Schmugglerin und keine Verrenkungskünstlerin. Außerdem weiß ich doch, dass du drauf stehst, mein Rehbeinchen. Ich hoffe, du hast nicht wieder so kalte Hände. Bringen wir es hinter uns. Uhu. Da ist doch nichts.
Ah, die Richtung stimmt schon. Weiter links. Stimmt. Ja, wärmer. Also auch deine Hände jetzt. Ich hab es. Was ist das denn? Wie soll mir das denn mit dem Geldautomaten helfen? Oh, das ist mein Backstage-Pass für das Lady Gag-Konzert. Da war ich sowas von Backstage. Naja, immerhin nicht wieder Gurken. Such weiter. Moment, da ist doch noch... Ja, hier habe ich... Oh, ich meine, wie hängt der da drinnen? Das ist doch... Die brauchst du für den Kryptogeldautomaten. Immer wenn ich denke, ich hätte diese Welt ein wenig besser verstanden, passiert sowas. Oh, ich fühle diesen Satz. Und ich kann nicht mal Pi bitten, mir alles zu erklären. Ich verstehe dich, Larry. War hier nicht gerade noch die Tür zur Damentoilette? Tja. Ernsthaft? Ernsthaft? Die Blockchain ist eine fucking Analkette? Welcher geistiger... Wie geil ist das denn bitte? Also, wer ist denn auf die Idee gekommen, eine Blockchain zu gedanklich so zu visualisieren, dass er daraus was Sexuelles machen konnte und macht daraus eine Analkette? Ich werd nicht mehr. Was für ein fucking Genie, ey. Ich werd nicht mehr. Ich feier das grad hart. Na komm, wir müssen uns das einmal anschauen. Ich will mir die Blockchain immer noch nicht genauer anschauen. Warum nicht? Und dann hat er die schön aus dem Popo gezogen. Ich mein, scheißegal, oder? Oh, ich hab schon Kieferschmerzen vorm Lachen, ey. Oh Mann, ey, wie dumm. Wie dumm einfach nur. Ich mag sowas. Ich mag diesen Humor ja wirklich sehr, ey. Wer übrigens sehen will, wie ich den ersten Teil gespielt habe, ne? Ich meine, ja klar, ihr auf YouTube schaut es jetzt, aber auch den gibt es hier auf YouTube. Oder für die im Livestream, hey, wenn ihr es wissen wollt, wie der erste Teil war, an dem ich auch sehr viel Spaß hatte, bis die Szene mit dem Einhorn kam, findet ihr auch da. Schaut gerne mal rein. Kann einer der Mods mal Ausrufezeichen YouTube posten? Danke. Ja, dann tun wir mal die Blockchain in... Also ganz inoffiziell Werbung für mich selber. Ist immer super. Tue ich mal die Blockchain in die Aussprache. Die Blockchain muss hier eingesetzt Dankeschön. Werden. Ja. Er ist einsatzbereit, aber ich bekomme diese Clitcoins wohl nicht einfach so auf die Hand. Da muss ich doch das Wallet nehmen. Jetzt ist das Wallet prall gefüllt. Endlich mal ein Wallet, das nicht leer ist, wie mein anderes. Okay, cool, das haben wir. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt noch zu tun? Ich folge der Wegbeschreibung von Lefty zum Darknet. Ich habe von Nari ein Wallet erhalten, welches ich beim Kryptogeldautomaten mit Kryptogeld füllen muss. Habe ich doch. Er ist einsatzbereit, aber ich bekomme diese Clitcoins wohl... Muss ich das nochmal vorhalten? Das hilft mir nicht. Oder muss ich irgendwie die Szene verlassen, damit das triggert? Schauen wir mal gerade. Verstehe ich nicht. Für mich habe ich das erledigt. Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie ein Bug ist oder so. Für meinen Teil habe ich das erledigt. Ich fand das gar mit der Damentoilette so großartig. Ich muss immer noch lachen, so dumm ist es. Das ist einfach witzig, ist, ey. Ach, Klischees reiten ist doch was Geiles. Immer wieder witzig. Okay, da muss ich jetzt hier mir mal wieder mein gutes Sniffing-Tool einmal aufmachen, damit ich den Weg hier auch weiterhin finde. Schauen wir mal. Also, wir fangen an. Ich meine, ich habe Pfeil links, ich habe Pfeil rechts, ich darf nicht nach unten. Und ich meine, ich habe nicht viel Möglichkeit, also geht's nach oben. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Okay, was habe ich denn noch? Ich habe gerade Gestöhne gehört. Ich muss hier gerade ein bisschen runterscrollen.
Und ein Polizeiauto. Okay. Also, Dino-Schild und Polizei heißt nicht links. Ich habe Herzchen und dieses Japano-Schild. Oder chinesisch? Nee, ich glaube, das ist japanisch. Heißt nicht rechts. Das heißt, ich muss wieder in den Süden. Das ist hier ziemlich verwirrend. Eine Maus. Und ein Zug. Maus und Mausefalle nicht rechts. Mucke. Mucke und Flugzeug oder Zug? Was auch immer, ist es nicht hoch. Also die fallen aus. Dann habe ich noch Süden und links. Blaues Fass und Auto? Oder war das vielleicht Zug? Heißt nicht runter. Das heißt, es müsste links gehen. Was verbietet mir denn links? Polizei und... Oh, fuck. Aber ich habe keine Polizei gehabt, aber ich habe das Schild. Ich behaupte, es ist links. Schauen wir mal, ob ich richtig liege. Moment. War ich hier nicht schon mal? Nee, das habe ich vergeigt. Okay. Und wieder rein. Also ich habe Herzchen und das Schild, das heißt nicht rechts. Und da es nur eine Tür gibt, kann ich nur nach Norden. Okay. Okay, das hätte ich jetzt als Auto aufgefasst oder Autobahn oder Rennauto und ein blaues Fass heißt nicht nach unten. Okay, check. Was haben wir? Also nicht nach unten, das heißt, ich kann jetzt noch rechts. Was habe ich noch? Ich habe ein Dino. Dino muss aber in der Verbindung sein mit Police. Die habe ich nicht. Das wäre auch links nicht. Blaues Fass und Auto nicht nach unten, das hatten wir eben schon. Maus und Mausrad habe ich nicht. Rot und Leckage. Ich weiß halt nicht, ob das hier eine Leckage ist, was ich erstmal so identifizieren würde. Das würde für mich nämlich heißen, nicht nach unten. Nicht nach oben, Entschuldigung. Nicht nach oben. Das heißt, nicht hoch, nicht runter, dann heißt rechts. Schauen wir mal. Zug. Steht da, ja. Steht tatsächlich da. Zug und Mucke. Zug und Mucke heißt nicht hoch. Okay. Zug und Mucke heißt nicht hoch. Was habe ich denn noch Schönes? Ich habe ein grünes und ein rotes. Das heißt nicht links und nicht rechts. Und nicht hoch. Also ich kann ja nur runter. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Auto. Auto und Hund. Hund und Strom heißt nicht rechts. Ich habe wieder ein grünes und ein rotes, was nicht links-rechts bedeutet. Das heißt, wir haben nur noch hoch und runter. Was hatten wir nochmal für Geräusche? Blaues Fass und Auto war nicht runter. Ja, dann muss ich wieder hoch. Genau, wenn ich ein Auto hatte, danke. Darf ich nicht unten, weil ich ein blaues Fass habe? Das heißt, ich muss wieder hoch. Moment. War ich hier nicht schon mal? Was war denn jetzt falsch? Das Rätsel bringt mich nur um.
Das Rätsel bringt mich noch um. Gibt es eine Möglichkeit, das für euch irgendwie einzublenden? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Sly.